Hi, ich bin der Manni von Gravedigger, der Gitarrist, wer es nicht weiß. Ich darf euch begrüßen hier in Senden, im Münsterland, im Prinzipalstudio, wo wir unsere neue Scheibe Liberty or Death eingespielt haben. Prinzipalstudio besteht aus mehreren Studios, ein großes Studio, Aufnahmeraum, Regieraum, mehrere kleine Studios. Da kommt Chris, der Schreihals. Alles klar, Jungs. Hallo, Prinzipalstudios. Ah, da ist er, der Vincent. Der Vincent bei der Arbeit. Vincent, mach mal Mittelpose. Ja, also ja, ein bisschen mehr Enthusiasmus, danke. Hier ist das Drumkit von Stefan. Haben wir schon an der Seite gestellt. Das stand eigentlich unten im großen Aufnahmeraum. Telefon, Computer, eine riesen Leinwand, hier haben wir alle Videomöglichkeiten, können DVDs gucken. Hier kommen wir zum Herzstück des Prinzipalstudios, zum großen Regieraum. Hier wird fast alles gemischt und aufgenommen. Das ist der Wufo vom Rockhard, heute zu Gast bei uns. Hallo. Sitzt auch schon seit einigen Jahren auf der Couch. Voll Asintoni, sag ich. Schon Spinnenweben unter den Arm? Ja, ja, aus Jörg Rissetti. Hab auch Spinnenweben unter den Arm. Der ältere der Rissetti Brasers, der aber jünger aussieht. Sehr gut. Und kannst du auch mal eine Metal-Pose machen kurz? Ja, danke. Danke, ihr habt die Metal-Pose gesehen. Von Gravedigger sitzen jetzt zwei Musiker neben mir. Und zwar einmal der Manni Schmidt. Gitarre, den kennen viele von euch vielleicht noch von früher, als er mal bei Rage gespielt hat. Das ist allerdings schon eine Weile her. Und natürlich der Bandleader, Onkel Reaper, Chris Boltenthal, Sänger. Hallo. Ja, hallo Leute. Hallo Buffo. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, ihr seid gerade dabei, eure 10. Platte hier im Prinzipalstudio aufzunehmen. Die heißt Liberty or Death und erscheint im Januar bei Locomotive Records. Ja, was gibt's denn zum neuen Album zu sagen? Ich habe also eben 5 Songs gehört. Davon waren 3 schleppende und 2 etwas schnellere dabei. Natürlich war das noch kein repräsentativer Ausschnitt. Was gibt's über die restlichen Songs zu sagen und wie seid ihr diesmal an die Sache rangegangen? Denn ihr habt hier schon sehr, sehr häufig gearbeitet, seid ihr quasi die Haus- und Hofband. Also habt ihr irgendwas anders gemacht als bei den letzten Produktionen? Irgendwas machen wir immer anders. Man muss sich ja irgendwie motivieren selber halt. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Jahr keine Shows gespielt. Wir hatten also ausführlich Zeit, uns auf die Songs vorzubereiten, Songs zu schreiben, zu arrangieren, auszuarbeiten, nochmal sacken lassen, wieder bearbeiten, uns zu treffen, alles toll finden. Dann haben wir uns halt vor den Aufnahmen hier eingefunden, um zu proben, live zu proben, wie wir es sonst nicht so ausführlich gemacht haben. Dann haben wir die Songs einfach geschrieben und aufgenommen. Und diesmal haben wir halt geschaut, dass sie halt bandkompatibel sind und dann haben wir sie halt eingerotzt. Liberty or Death heißt die neue Platte. Wie gesagt, kommt im Januar. Ist kein klassisches Konzeptalbum, aber es zieht sich ein Thema wie ein roter Faden durchs Album. Was kannst du dazu sagen, Chris? Du hast wie immer alle Texte geschrieben? Oder ja. Seit einigen Jahren alle Texte? Oder immer? Ja, fast. Fast. Nein, ist eigentlich eher ein themenbezogenes Album und geht um Freiheitskriege, Unabhängigkeit und Songtitel sind halt Silent Revolution ist ein Song über Gandhi oder Liberty or Death ist ein Song, wo die Türken auf Kreta einfallen und die Kreta sich halt gegen diese Macht der Türken wehren und auch ein schönes Buch, Freiheit oder Tod von einem griechischen Autor, sehr blutrünstig auch, interessant zu lesen. Und oder hier Until the Last King Died, der Song geht halt über den Sturm auf die Bastille, wo das Volk halt aufsteht gegen die Könige in Frankreich und sowas halt. Und wir machen dazu auch noch kurze Storylines im Booklet, damit jeder weiß, worum es geht. Und soll aber nicht so gesehen werden wie jetzt als Konzeptalbum hier von Tunes of War oder Excalibur. Also ist ja so ein Mittelding. Würdet ihr für den Heavy Metal sterben? Ich glaube, ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich anspiele, auf das Joey DeMaio Interview von Götz vor einigen Monaten. Ja. Habt ihr euch vor Lachen in die Hosen gepisst? Also mir ging es eigentlich so. Oder wie war eure Reaktion?
Ich meine, wenn man schon öfter mal Interviews von Manowar gelesen hat, war es eigentlich gar nicht so überraschend, was er da geantwortet hat. Ich kann ja so eine kleine Anekdote mal kurz loswerden, ja. Aber ich glaube, beim ersten Gods of Metal Festival, wo Manowar Headliner waren, haben wir auch gespielt. Das war, glaube ich, 97. Und Jody Mayo kennt auch Gravedigger und er hält uns halt auch für seine True Metal Brothers aus Germany. Und man muss sich vorstellen, die Halle hatte wirklich auf jeder Seite einen langen Gang, wo Garderoben waren. Mhm. Ein Gang war für die ganzen Bands, die vor Manowar gespielt haben, und der andere Gang war nur für Manowar. Das waren dann wahrscheinlich so ungefähr 10 Garderoben, die belegt haben. Und irgendwann kam der Roadie von Manowar, da war ich schon ziemlich betrunken, und meinte, tippte mir so auf die Schulter, hey, komm mal mit, Joey DeMaio will ich halt gerne sprechen. Ne? Und ich so, hey, stolz wie Oscar, hey, Joey DeMaio will mich sprechen. Ne? Ja. Und kommen dann dahin und warteten und plötzlich geht die Tür auf, da kommt da so ein Zwerg raus. Ne? Man, der ist ja nun wirklich nicht groß. Ne? Irgendwie ging der mir bis hier, wahrscheinlich so 10 cm größer als Dio. Und meinte dann nur so zu mir, guckte mir an und hi Chris, I want to greet my true metal brother from Germany. Und ich sag, hi. Und dann zieht er seine Hand weg, dreht sich um und geht wieder rein. Und da habe ich echt so gedacht, was ist jetzt die Begegnung der dritten Art oder was? Oder ja. Was sollte der Schwachsinn? Ne? Ja. Weil man hätte ja vielleicht noch zu einem Satz mehr hinreißen lassen können. Er hätte ja noch ein Bier ausgeben können, nachdem du ihn schon angeschickert hast. Also wirklich totaler Schwachsinn.